Das ist ein weiteres Konzept, das in der Welt die Runde gemacht hat, dass etwas anderes dich motivieren sollte, das zu tun, was du tust. Wenn das, was du tust, bedeutsam genug ist, brauchst du nichts anderes, um dich zu motivieren. Was du tust, ist wirklich bedeutsam für das Leben. Warum brauchst du eine andere Motivation, um das geschehen zu lassen? Wenn du wirklich verstehst und erfährst, dass das, was du tust, für jedes Leben um dich herum wirklich wichtig ist, brauchst du keine Motivation. Das Leben geht einfach weiter. Schau, braucht dein Herzschlag eine Motivation, um in Gang zu bleiben? Ich frage dich. All die Lebensprozesse verlangen keine Motivation, nicht wahr? Der Monsun kommt. Irgendeine Motivation? Nein, er kommt Jahr für Jahr, weil der natürliche Prozess vor sich geht. Einfach so, in dir und mir ist das Leben in Gang. Was ich dir sage ist, wenn du etwas tust, das mit dem grundlegenden Lebensprozess dessen, was du bist, übereinstimmt, kann dies 1 Million Ausdrucksformen finden. Es muss nicht einmal eine spirituelle Lehre sein. Es kann 1 Million Ausdrücke dafür finden, dass das, was du tust, mit deinem grundlegenden Lebensprozess übereinstimmt. Dann brauchst du nichts, um dich zu motivieren. Einfach als ein Teil des Lebens wird es einfach geschehen. Wie viel du tust, hängt einfach davon ab, wie viel Zeit du darin investierst, dich selbst zu verbessern. Das Problem mit der heutigen Welt ist, dass die Menschen ständig versuchen, ihre Aktivitäten zu verbessern. Wenn du deine Aktivitäten verbesserst, ohne dich selbst zu verbessern, wirst du zwangsläufig irgendwo scheitern. Das ist wie, du bist auf eine Formel-1-Strecke gefahren, weil du auf einer schnellen Strecke sein willst. Und du bist mit deinem Maruti 800 hingefahren. Angenommen, du erreichst die richtige Geschwindigkeit, dann werden alle 4 Räder in 4 verschiedene Richtungen gehen. Es wird nicht halten. Wenn du dich auf diese Art von Geschwindigkeit und diese Art von Strecke einlassen willst, musst du die Maschine vorbereiten. Wenn du dich selbst verbesserst, wird die Aktivität einfach geschehen. Viele Leute um mich herum denken oft, ich sei übermenschlich wegen der Aktivität, die ich vollbringe. Es geht nicht darum, übermenschlich zu sein. Wenn du die Möglichkeiten des Menschseins erkundest, wenn du die Möglichkeiten der Unermesslichkeit des Menschseins erkundest, wirst du erkennen, dass du kein Supermensch sein musst. Das Menschsein selbst ist super. Du brauchst also keinen externen Antrieb oder eine andere Inspiration. Der Prozess des Lebens selbst wird es tun.